Hallo und herzlich willkommen zum 317. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax Mistress Alexa. Halli, hallo, ihr da draußen. Willkommen zu dieser neuen Hoaxilla-Folge. Und bei mir ist natürlich wie immer auch bei diesem gruseligen Thema heute der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und wir sitzen hier im, im nicht geheizten Studio. Ich möchte das erwähnen, <laughs> weil wir versuchen, energiesparend, äh, wie das im Jahr 2022 zum Winter hin äh, man ja so tun sollte. Vor lauter angeschalteten Elektrogeräten. Ja, prima, ich wollte gerade sagen, prima ist, ist, an. es blitzt und blinkt. Ich bin yay. Aber mit Eistapfen <laughs> an der Nase und den, Dicken, den Decken gehüllt, nur dass ihr das vor Augen habt, ähm, sitzen wir hier. Ich muss jetzt gerade an Apollo 13 denken. Die gefrorene Aquarius-Fähre ja, mit dem äh, Kondenswasser und ähm, dem Eis. Vielleicht machen wir mal irgendwann mal eine ganze Folge <laughs> zu Apollo 13, weil ich glaube, wir kommen ein wenig ab vom Thema. Jetzt schon schön, dass wir jetzt endlich wieder hier sitzen und aufnehmen können. Das hat sich wieder mal wieder etwas verzögert. Vielleicht vorab, zum Ende der heutigen Folge werden wir noch mal was zu den Selbstständigkeitsplänen sagen, da noch ein paar Worte mehr zu sagen, aber das machen wir am Ende und machen jetzt erstmal weiter mit einer Story der Woche. der Woche. Sollte die heutige Story stimmen? Lieber Alexander, müssen wir schon mal den nächsten Urlaub unbedingt planen, weil dann möchte ich nämlich nach Nevada... Lieber Alexander, sagt sie. Das macht mir ein bisschen <laughs> Furcht. Ich hoffe, euch auch. Dann sag Namen. Dann weißt du, dass die Kacke am Dampfen ist. Hören wir weiter. Gespannt ähm, auf das, was du uns ja, erzählen willst. Sollte die äh, Story stimmen, müssen wir den Urlaub planen. In Nevada. Denn dort gibt es dann, wenn das stimmt, ein Clown-Motel. Ja. Und zwar neben einem verlassenen Friedhof. Und du weißt ja, wie toll ich gruselige Clowns finde. Und verlassene Friedhöfe und diese Kombination, das müssen wir natürlich unbedingt ausnutzen und dort ein paar Tage in diesem Motel verbringen, bevor wir uns dann in der Wüste verlaufen und nie wieder auftauchen oder es passiert schon vorher. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir erstmal rausfinden, ob diese Geschichte überhaupt stimmt oder nicht. Ich kann nur sagen, dass diese Geschichte nicht stimmen darf, weil ich ja. möchte niemals in einem Clown-Motel neben einem Friedhof in Nevada wohnen. Ähm, bitte nicht. <laughs> drückt mir die Daumen da draußen für die Auflösung. Thema der Woche. Ja, heute soll es um die sogenannten Horrorclowns gehen. <laughs> die ein oder andere, der ein oder andere. Ihr vielleicht erinnert euch an das Jahr 2016, da ging das äh, durch die Presse, insbesondere auch in Deutschland, Menschen, die sich als Clown verkleidet haben und dann Leute erschreckt haben, ähm, sogar Gewalttaten verübt haben angeblich. Und das Ganze hat so ein bisschen Züge einer leichten Hysterie bekommen. Ich kann mich erinnern dass ich damals auch von äh, einer Zeitung, von einer Boulevardzeitung interviewt äh, ja, werden sollte und mich dann da fast mit dem Redakteur angelegt habe, weil der mir irgendwelche Sachen in den Mund legen wollte, die ich so nie hätte sagen wollen. Und genau diese Zeitspanne... Aber eigentlich dann noch viel mehr, weil wir dann mhm. natürlich in die Tiefe recherchiert haben, wollen wir uns heute mal anschauen und wollen der Frage nachgehen, gibt es eigentlich das Phänomen der Horrorclowns? Denn am Ende nach unserer Recherche war es klar, dass wir im Titel der Episode genau dieses Fragezeichen. Mhm mit reinschreiben müssen, nämlich gibt es Horror-Clowns oder nicht und das war da eigentlich 2016 los. Wir müssen eigentlich damit anfangen und ein bisschen beschreiben, wie das damals, ähm, man muss jetzt schon sagen, damals 2016 mhm. dargestellt wurde. Mhm. Da waren nämlich ein paar Sachen ziemlich auffällig. Erstmal war das eine wirkliche Fülle von Meldungen, sowohl in den USA als auch dann Großbritannien mhm. ein paar... Ähm, Sogar Skandinavien ein mhm. paar und dann mhm. einige hier in Deutschland und es war sogar die Rede davon, dass es eine regelrecht ja man, man kann fast sagen ein Aufstand der bösen Clowns so könnte man es mhm. fast deuten mhm. gegeben hat, die da also in Massen auftreten und Kinder in Wälder locken und in Autos locken und Leute bedrohen ältere Frauen ältere Frauen bedrohen Broden, ja. genau und ähm, eine regelrechte Schwemme von, von diesen Horrorclowns als Motiv. Es gibt und dann äh, natürlich auch, wir befinden uns im Jahr 2016, äh, was besonders brisant ist dann äh, im Zusammenhang mit entführten Kindern, weil äh, kurz, oder man kann schon fast sagen, genau zu dieser Zeit eigentlich auch äh, Pizzagate losgegangen ist. Mhm. Und äh, insofern kriegt das Ganze nochmal insofern eine Brisanz, weil es in beiden Fällen sowohl bei Pizzagate als auch in, bei diesen angeblichen äh, clown entführungen um äh, ja, Kinder geht, denen was passieren könnte. Und da haben die Leute richtig Angst gekriegt. Und jetzt ist die Frage: Waren das Clowns tatsächlich? Äh, waren das überhaupt so viele? Ist das das erste Mal, dass sowas passiert ist? Und was steckt überhaupt an Motiven dahinter? Vielleicht lass uns ganz kurz noch zwei, drei Worte zu Pizzagate erklären. Pizzagate äh, in, in ganz wenigen Worten eine Verschwörungserzählung, die aus dem QAnon-Spektrum entstammte. Oder dann auch Umgekehrt. Also aus Pizzagate ist dann irgendwann äh, QAnon geworden. Ja. Okay, okay, so rum. Und da ging es darum, dass, äh, dass ich in, unterhalb einer Pizzeria im Keller ein Kinderhändlerring sich versteckt haben sollte und die Demokratische Partei dort involviert gewesen sein soll. Und im Grunde genommen war es eine, ich benutze das Wort sehr bewusst, Spielart der Satanic Panic, also Kinder, die zu rituellen Zwecken, für sexuellen Missbrauch, wie auch immer, ähm, geplant, organisiert und zwar im großen Stile äh, entführt und dann eben missbraucht äh, bei dann bei ja später eben diese Idee, dass man sie, sie äh, gefoltert hat, damit sie Stress bekommen und dann aus dem Blut äh, bestimmte Substanzen gewinnen konnte, Adrenochrom, was man dann äh, Prominenten gegeben hat, damit sie nicht altern. Also all diese Erzählungen äh, gab es ja. Äh, das ist Pizzagate und insofern gibt es auch so eine leichte Verbindung immer zwischen der Satanic Panic in dem Fall und auch den, den äh, Phänomenen der Horrorclowns. Auch das kann man feststellen. Die liegen zeitlich immer gar nicht so weit auseinander. Und jetzt habe ich gerade schon so ein bisschen gespoilert, dass wir vielleicht so mehrere Wellenbewegungen von solchen Horrorclown-Phasen äh, hatten. Wir werden jetzt in dieser Folge nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, was die Geschichte der Clowns an sich mhm. betrifft. Ich glaube, dazu haben wir nämlich Einiges äh, gesagt in dem Crossover mit den Kack- und Sachgeschichten, als mhm. es um den Joker mhm. geht. Wir können natürlich äh, darüber sprechen, warum wir überhaupt, und ich gehe mal davon aus, dass einige da draußen werden, denen es ähnlich geht, warum wir überhaupt Clowns so gruselig finden unter Umständen. Und dazu muss man eben sagen, dass dieser freundliche, lustige Clown, der auf Kindergeburtstagen auftritt und äh, einfach für Partyspaß und gute Laune sorgt, äh, wenn man nach Benjamin Radford, einem Kulturwissenschaftler und Skeptiker, der sich mit Clowns und äh, ihren bösen äh, Zügen auseinandergesetzt hat, glauben mag, eher in der Ausnahme sind und das das zwiespältige, das abgründige, das leicht gruselige dann doch eher überwiegt, was, was Clowns betrifft. Und da kann man dann schon natürlich in der Geschichte zurückgehen und mal gucken, ähm, was so die Vorläufer gewesen sind. Und wenn man dann beim Narrentum ist und erst recht zum Beispiel bei Hofnarren, die ja eine ganz bestimmte, ja auch fast rechtliche Funktion hatten, nämlich die Wahrheit sagen zu dürfen und sie durften dafür nicht belangt werden. Dann äh, kann man sich natürlich vorstellen, dass das nicht immer nur positiv und lustig ist für die Herrschenden, die dann sagen: Okay, jetzt muss ich mir mal die unangenehmen Dinge auch anhören, äh, kostet es, was es wolle, auch wenn es mich super nervt. Äh, und wenn man dann sich den Zirkusclown anschaut der so im 19. Jahrhundert entsteht und die ähm, gerade auf dem amerikanischen Boden die Zirkusse und was da so los gewesen ist dann sieht man auch dass das keine Veranstaltungen für Kinder gewesen sind mhm. sondern für Erwachsene und da ging es ziemlich derbe zur Sache mhm. die ersten Zirkusse im 19. Jahrhundert in den USA waren ganz kleine Veranstaltung, also da konnte man nicht nur ins, in die Manege sehen, sondern auch äh, hören mhm. und man hat auch gehört, was die Clowns gesagt haben mhm. und das war wirklich Granate. Also die, die haben da ganz schön ähm, vom Leder gezogen und ziemlich derbe und auch äh, zwiespältige und unanständige Sachen erzählt. Und erst äh, als die Zirkusse größer wurden, als es mehr ums Sehen als ums Hören ging, da ist das dann eher so eine Pantomimeshow geworden und auch so ein bisschen lustig und eher für Kinder. Und dann haben wir halt eben diese Zeit, wo, wo Clowns eher positiv besetzt sind. Und wenn wir dann aber ins 20. Jahrhundert gucken und uns erst recht den Joker anschauen und äh, solche Figuren, dann sind wir schon wieder eher im gruseligen Bereich. Wir haben in der Zeit, die du beschrieben hast, die Frühzeit des Zirkus in den Vereinigten Staaten sogar, gibt es Berichte und Beschreibungen von... Ja, Travestie-Clowns mhm. im Grunde genommen, also <laughs> wo man nicht genau unterscheiden konnte, ist es jetzt ein Mann oder eine Frau. Und da gab es dann auch sozusagen fast so Separizelt. Das ist so ein bisschen skurril, alles wie das beschrieben ist. Menschen, die dann Geld bezahlt haben und dann den Eindruck hatten, dass sie da mit einer Frau jetzt alleine in so einem Separatzelt sind. Und dann stellte sich aber raus, dass es ein Travestie-Clown gewesen ist, was auch nicht immer zu Begeisterung äh, geführt hat ohne jetzt grundsätzlich die Kunstform der Travestie irgendwie ähm, äh, bewerten zu wollen, aber das waren so Ereignisse, wo man schon gesagt hat, oh, pass auf vor den Clowns, wenn du da ins Zelt gehst, wer weiß, was dir blüht. Ähm, wir haben auch im Grunde genommen so eine, so eine Verschiebung. Also den, den Clown, den wir heute im Grunde genommen vor Augen haben, ist im Grunde genommen durch... Ähm, ja, zwei Dinge im Grunde genommen äh, äh, geprägt, nämlich einmal durch Bozo the Clown. Das ist ja ein, ein, ein Fernsehclown in den Vereinigten Staaten, den es da über Jahrzehnte gegeben hat, im Grunde genommen. Und so blöd, wie das jetzt auch klingen mag, Krusty der Clown. Krusty der Clown ist sicherlich eine der Figuren, zumindest was so das Optische angeht, die einen Clown bei uns äh, gesellschaftlich verortet haben. Eigentlich aber. Gab es ja eher so eine, ja so eine Triade von Clowns, nämlich den Weißclown, da wird sich der eine oder andere noch dran erinnern, der ja so ein bisschen ja melancholisch vielleicht auch fast gewesen ist, so der Harlequin, der Pierrot, der eher so seriös und intelligent ist, dann eben das, wofür so boso und, und Krusty eigentlich stehen, wobei Krusty eigentlich ja eigentlich für das Christ Degenerierte steht, aber <laughs> ja. Ja, also der Rotclown, der dumme August, der eben warmherzig, aber tölpelhaft ist, und dann gab es auch den schwarzclown nämlich den düsteren clown äh, äh, früher und damit war eigentlich gesetzt welche clownarten es äh, gibt dass wir so eine verschiebung dann erlebt haben ähm, liegt zum teil wohl tatsächlich auch mit an stephen kings roman s ja, wobei Stephen King's Roman äh, 1986 erschienen ist. Relativ und spät. Wir werden gleich noch drauf kommen. Das liegt dann schon, äh, ich tease das mal an, nach der ersten oder nach einer, ähm äh, Clown-Sichtungswelle und einer Clown-Panik in genau. den USA. Ähm, wir haben natürlich auch äh, einen riesen Einfluss äh, von John Wayne Gacy, der ja. als Pogo der Clown auf Kindergeburtstagen aufgetreten ist und dann, aber nicht im Kostüm als Pogo der Clown, sondern als John Wayne Gacy ähm, Jungen entführt hat und vergewaltigt hat und getötet hat. Also ein Serienmörder, ja. man muss so sagen, junge, junge Männer, der in der Zeit von 1972 bis 1978 33 äh, Menschen getötet hat. So ist es zumindest äh, dokumentiert. Ob es denn mehr sind, weiß man heute nicht. Er ist dann verurteilt worden, 1980, in äh, einem Gerichtsverfahren äh, zum Tode. Und er hat tatsächlich... 21 mal lebenslang und 12 mal die Todesstrafe ähm, bekommen für seine Taten. Wir wollen jetzt gar nicht in dieses Trime-Genre äh, äh, abtauchen. Da gibt es genug Formate inzwischen, wo man da reinhören kann. Das ist auch alles nicht so appetitlich. Aber diese Vernetzung, diese kulturelle Erinnerung an einen Clown, der auf Kindergeburtstagen war, der ja auch zum Teil äh, gesellschaftlich als Person gut anerkannt war, dieser Serienmörder, der dann tatsächlich so viele junge Männer und Jungen äh, umgebracht hat. Das hat was mit der amerikanischen Psyche, und da sind wir erstmal noch primär auch in Amerika getan. Und du hast schon gesagt, die, äh, die Idee, die dann später auch in den Clown-Horror-Clown-Phasen kam, dass da. Die Kinder entführt werden sollen mhm. von Kinderclowns, das ist sicherlich geprägt äh, durch John Wayne Gacy und diese Taten, weil das irgendwie so im Hinterkopf und im, im kollektiven Bewusstsein dann doch verankert war, war natürlich ähm, in den also ab 1980 dann wo das Gerichtsverfahren genau. lief dann eben auch medial präsent natürlich und die Geschichte. Insofern ist es natürlich wahnsinnig spannend, dass 1981 ebenso eine Clownpanik mhm. die beginnt erste. Mhm. und in diesem Zusammenhang ist ein Motiv wirklich sehr präsent, nämlich ein, ein gruseliger Clown oder ein als Clown verkleideter Mann versucht, Kinder in einen Lieferwagen zu locken. Ja. Das ist ein so durchschlagendes... Ähm, Motiv, dass es schon direkt auffällt, wenn da ein Clown beschrieben wird in den Meldungen, die dann an die Polizei gehen, der mal nur irgendwo steht und Luftballons hält oder der vor dem Fenster herumschleicht. Weil das wirklich überwiegende Motiv ist, Kind XY begegnet einem bösen Mann. Mhm. Clownkostüm mhm. und dieser Mann will entweder mit Süßigkeiten oder sonst irgendwie das Kind in den Lieferwagen locken. Die, diese Lieferwagen, die haben unterschiedliche Farben. Mal sind sie schwarz, mal sind sie gelb. Und in einem interessanten Fall wird sogar beschrieben, dass da Haha draufsteht, also das Lachen quasi auf der ähm, Tür dieses Lieferwagens. Mhm. Und jetzt muss man sich nur mal überlegen, also die Polizei geht natürlich solchen Hinweisen nach, wenn da besorgte Eltern anrufen, die sagen, mein Kind hat gesagt, es hat vor der Schule irgendwie einen Lieferwagen gesehen und da war ein böser Clown und der wollte das Kind irgendwie anlocken und so, dann kann die Polizei natürlich nicht sagen, hö, hö, äh, was für ein Quatsch, sondern die müssen solchen Hinweisen natürlich nachgehen. Es ist in den allermeisten Fällen aber im Sande verlaufen. Also man hat in einem Fall mal dann jemanden auch verhaftet. Das war wohl ein... Äh, geistig eingeschränkter Mensch, der dann irgendwie verhaftet wurde, der aber auch keine Angaben gemacht hat, warum er da irgendwie äh, als Clown verkleidet äh, herumgegangen ist. Der hat aber dann auch nicht die Kinder versucht, in irgendeinen Lieferwagen zu locken. Äh, insofern ist dieses Motiv, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, das einfach nicht totzukriegen ist, da unter Umständen schon Teil der Popkultur und äh, beteiligt an der Bildung einer modernen Sage. Mhm. Und da sind wir, gut, dass du mich da nochmal gebremst hast, da sind wir eben einige Jahre vor dem Erscheinen ja. von äh, Stephen Kings Roman. Ähm, und da ist es dann ja auch so, ich habe weder den Film noch das Buch gelesen, muss ich gestehen, weil ihr wisst ja, Horror ich ist auch nicht, nicht so bis meins. Heute. Ähm, <lacht> aber <lacht> Pennywise the Clown, der da ja da halt. vorkommt, man kennt Screenshots, das ist auch relativ bekannt alles, ähm, der ja im Grunde genommen ein, 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 ein so, wie ich verstanden habe, ein Gestaltwandler ist, dessen Ruheform eben dieser, 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 dieser Clown ist. Und das hat natürlich auf diese Zeit nochmal was draufgesetzt. Und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass natürlich ähm, äh, Stephen King sich auch, klingt jetzt blöd, aber auch inspirieren hat lassen durch äh, John Wayne Gacy. Mhm. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr schreckliche Vorstellung. Wir können diese, vielleicht. Diese, diese Szene übrigens. Und ich habe mir dann immer gesagt, Pennywise wurde im Original von Tim Curry gespielt, mhm. den ich ziemlich cool finde, das hat aber irgendwie auch nichts geholfen. Diese Szene, dass du da in dem Gully ein Clownsgesicht siehst, was erstmal normal ausschaut, relativ normal ausschaut. Und dann ähm, bleckt er aber die, die Zähne und diese Zähne sind äh, total spitz und wie ja, so Reißzähne. Reißzähne ja. Das ist so einprägsam und zeigt eigentlich so verkürzt und prägnant genau dieses Motiv dieses angeblich so fröhlichen Wesens, das dann aber in sein absolutes Gegenteil verkehrt wird. Ähm, das ist schon von der Darstellung her so, dass es, glaube ich, direkt in unser Unterbewusstsein wandert und äh, da sein Eigenleben entwickelt. Kommen wir ganz kurz nochmal auf die generelle Geschichte der, der Kulrophobie zu sprechen, also der Angst vor Clowns, warum man da sich so ein schön schwieriges Wort genommen hat, lassen wir mal dahingestellt. Ja, also die Angst vor Clowns als Fachbegriff heißt Kulrophobie Und es gibt eine ganze Reihe von, von Ideen und von Forschung, warum viele Menschen Clowns... Also jetzt auch die, von denen man annehmen müsste, dass sie so als dummer August eben lustig und gutmütig sind, eher unangenehm finden. Und was wir erleben so im Bereich der Chorophobie ist es, dass im Grunde genommen ähm, man... Das Problem, also das Grundproblem ist, dass wir ja sehr darauf angewiesen sind, wenn wir sehen sind, dass wir in der Mimik und im Gesicht unseres Gegenübers... Versuchen, die Motive des Handelns abzulesen. Also, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und ihn ins Gesicht schaue und in den Körper schaue, dann kann ich im Grunde genommen ein Stück weit erahnen, was seine nächsten Schritte, seine Motive sein werden der Zukunft. Das ist bei Clowns eben nicht möglich. Sowohl die Kleidung, ist ähm, voluminös. Die haben ja meist sehr, sehr, sehr füllige Kleidung an, wo man gar nicht so genau den Körper wirklich erkennen kann. Das ist alles viel aufgebauschter als der eigentliche Körper. Und das Gesicht ist eben so geschminkt mit dem überzeichneten Lächeln, was wir da sehen, dass wir ähm, das nicht ahnen können. Wir schauen immer in ein lächelndes Gesicht und wir wissen aber in dem Moment nicht, ist der jetzt wirklich am Lächeln? Ist der gutmütig oder ist der böse? Und da, genau damit spielen ja heutzutage auch die Clowns. Wenn man sich das so im Zirkus vorstellt, die da mit so einem Wassereimer rumlaufen. Äh, weiß halt nicht, was machen die als nächstes. Ist da Konfetti ja. drin oder mhm. ist da Wasser drin? Es könnte eigentlich auch Wasser drin sein. Oder kriegst du die Torte ins Gesicht oder kriegst du die Torte nicht ins Geri Gesicht? Und ähm, alles das, was so fast menschlich aussieht, aber nicht menschlich wirklich ist, dieses berühmte Uncanny Valley, also diese, diese Schwelle zwischen da ist es menschlich und ich fühle mich wohl und da ist es kurz davor und das, da fühle ich mich unwohl. Das haben wir auch bei Robotern oder bei künstlichen Gesichtern, die versuchen, Mimik zu simulieren. Da kann es auch ganz schnell den Moment geben, wo das kippt, wo man sich total unwohl fühlt. Und dann gibt es eben so computeranimierte Gesichter, die gut und realistisch aussehen, wo es uns nicht schlecht geht. Und diese Kulrophobie ist tatsächlich etwas, was viele Menschen haben, viel mehr als man glaubt. Was aber wichtig ist, ist nochmal, es gibt eine Studie, die immer wieder auch zitiert wird, in der im Grunde genommen herauskommt, äh, Forscher in Amerika haben herausgefunden, dass Kinder grundsätzlich Angst vor ähm, Clowns haben. Und da muss man sagen, ähm, das ist nicht ganz so, sondern es gibt eine Studie, wo man im Krankenhaus Kinder dort... Ähm, Dinge, die an die Wand gemalt sind, auf der Kinderstation hat bewerten lassen. Und da waren neben Clowns auch andere ähm, Sachen gezeichnet, also Tiere und andere Abbildungen. Und die Kinder haben dann gesagt, dass sie die Clowns gar nicht so schön oder ganz so nett, ganz so lustig finden. Und das wird häufig zitiert mit der, mit der Aussage, Kinder finden Clowns gar nicht lustig. Das war gar nicht das Ziel der Studie. Es ist trotzdem überraschend, dass die Clowns bei dieser Studie so schlecht weggekommen sind bei den Kindern. Aber nicht im Grunde genommen äh, hassen Kinder Clowns. Aber wir haben einen hohen Prozentsatz von Menschen, die sich bei Clowns unwohl fühlen. Und ich kann aus meiner persönlichen äh, Überzeugung sagen, gerade auch bei dem äh, zweiten Christopher Nolan-Batman-Film äh, mit dem Joker, ähm, gespielt von Heath Ledger, der ja leider so früh verstorben ist, ähm, da habe ich bis heute Angst vor dieser Figur des Jokers, der ja auch im Grunde genommen eine Clown-Variante ist. Ich habe vorhin gesagt, wir haben Bosa the Clown, wir haben Krusty the Clown und wer sich aber natürlich in der Comic-Welt und eigentlich ja mit den vielen vielen Kinofilmen ist es ja inzwischen auch schon wirklich Popkultur angekommen. Da gibt es natürlich noch den Joker als Gegenspieler, als ewigen Gegenspieler von Batman und gerade in der Verfilmung habe ich unglaubliche Angst gehabt und wir haben ja dann über die Figur des Jokers generell, du hast es ja gerade schon gesagt, sehr, sehr ausführlich nochmal bei den Kack- und Sachgeschichten in einer Kooperation das äh, mal besprochen. Hört da auch nochmal rein zu dem Thema. Aber da kann ich auch ganz ehrlich sagen, so wie der Joker dargestellt wird in einigen Filmen, der ist schon auch sehr, sehr unangenehm. Und natürlich bevor ich jetzt anfange zu diskutieren, Jack Nicholson war auch ein großartiger Joker. Der hat ihn aber etwas anders gespielt und anders angelegt als Heath Ledger. Das war für mich noch viel gruseliger. Warum auch immer das so gewesen ist. Also, haben wir kurz mal so als Zwischenstopp zusammengefasst einen Serienmörder, der auch als Clown aufgetreten ist und der viele Jungen und Jugendliche und junge Männer umgebracht hat. Wir haben dann im Grunde genommen die äh, Geschichte von S, von Stephen King, die dann ja auch verfilmt worden ist in den 90er Jahren. Und wir haben generell natürlich auch mit dem Joker, der damals auch schon bekannt war, auch einen Bösewicht im, in der Popkultur. Die Sichtungen, auf die wir vorhin ja schon angespielt haben und die so 81 anfangen, jedenfalls was so die, die Polizeimeldungen angeht, die lassen sich eigentlich bis kurz vor 2016, bevor eben diese große Horror-Clown-Welle losgeht, weiterverfolgen. Also man kann wirklich sagen, so alle paar Jahre taucht man eine Meldung auf, wo Kinder angeblich irgendwelche Clowns gesehen haben, die sie irgendwie weglocken wollten und dann kommt eben 2016 und es wird total unheimlich, weil dann nämlich Meldungen auftauchen über einen Clown, der einfach nur irgendwo am Wegesrand steht und schwarze Ballons in der Hand hat. Damit weicht er schon mal von diesem Hauptmotiv, was wir so in den 80er, 90er Jahren hatten mit dem Van ab. Das heißt also dieser Gruselige Clown, der steht einfach nur irgendwo rum und versucht nicht, Kinder in einen Lieferwagen zu locken. Mhm, aber mhm. scheinbar hat das den Leuten schon gereicht, um fürchterlich Angst zu bekommen. Und ehrlich gesagt, ich kann es verstehen. Also, wenn ich irgendwo nachts äh, auf der Straße im Dunkeln unterwegs wäre und ich würde da äh, einen, einen Clown stehen sehen mit schwarzen Balance, ich glaube, ich würde in die entgegengesetzte Richtung Reißaus nehmen. Mhm. Und der sah ja auch nicht so freundlich nee, aus. Nee, der sah überhaupt nicht freundlich aus. Der sah wirklich gruselig aus. Und ähm, das war auch noch so die Zeit zu so September, August, September. Und ähm, dann ging das halt los mit diesen massenhaften Sichtungen und Polizeimeldungen. Mhm. Und dann kam natürlich auch noch die Zeit vor Halloween dazu. Und das hat die Leute wirklich rasend gemacht. Und jetzt wird es wirklich, ja, ungut, denn es hat regelrechte Clownjagden bekommen. Mhm es hat sich dann später herausgestellt, das kann ich vielleicht einfach schon mal vorwegnehmen, dass dieser Clown mit den schwarzen Ballons Teil einer viralen Marketingkampagne ja. für einen Horrorfilm gewesen ist, Gags the Clown von einem Filmemacher und ähm der einfach sich gedacht hat, es wäre doch interessant, mal so die Grenzen von Realität und Fiktion zu vermischen und ich stelle da halt irgendwie den Clown hin und dann, ähm, egal ob Streisand-Effekt oder positive Meldungen, ich äh, erreiche auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Hat er auch bekommen. Und lange Zeit haben die Leute das halt einfach auch ernst genommen, beziehungsweise sie konnten es nicht einordnen. Und das Ganze hat sich aber, das haben wir ja auch schon, was Verschwörungsmythen angeht, so oft festgestellt, wenn du sowas anfängst, dann kann es halt sein, dass es völlig aus dem Ruder läuft und sich verselbstständigt. Ja. Und das muss die Leute so gepackt haben und die Fantasie so beflügelt haben oder die Ängste so beflügelt haben, dass auf einmal wahnsinnig viele Leute irgendwelche Clowns gesehen haben. Und entsprechend auch bei der Polizei gemeldet haben. In den allermeisten Fällen, es gab welche, das hast du anfangs gesagt, wo tatsächlich Bedrohungsszenarien, mhm. Angriffe, Körperverletzungen irgendwie eine Rolle spielten. Aber in den allermeisten Fällen konnte halt weder ein Foto gemacht werden und noch ein Clown gefunden werden, noch sonst irgendwas Beweiskräftiges. Aber die Leute haben dann irgendwann gedacht, die polizei macht irgendwie nichts oder kann irgendwie nichts machen. wir müssen es selbst in die hand nehmen. und die haben dann clownjagd veranstaltet. also primär das muss man jetzt schon sagen primär in den vereinigten staaten ja, von amerika ja, ja. war das der fall. aber in deutschland und auch in österreich gab es dann eine ganze ganze reihe von sichtungen. und die kollegen von mimi kama haben damals auch sehr intensiv nachrecherchiert und gerade bei mhm. uns hier in deutschland hat es vielleicht Einige wenige Fälle tatsächlich nur gegeben, vielleicht zwei, drei, vier. Einer, der mir so spontan äh, durch den Kopf geht, ist äh, ein, ein Junge, der von einem Clown äh, angegangen wurde, sich erschrocken hat, weggelaufen ist, dabei gestürzt ist äh, und sich die Hand verletzt hat. Da hat sich dann hinterher herausgestellt, dass der Clown, der angebliche Clown, muss man ja sagen, ein Kumpel war, der sich einfach wegen dieser ganzen Geschichte, die schon in den Medien war, einen äh, Gag erfüllen wollte. Gab aber auch äh, ein bisschen ernstere äh, Sachen noch. Ne? Ja, es gab tätliche Angriffe, zum Beispiel ein gehörloser Mann, der von zwei gruseligen Clowns angegriffen wurde und äh, verletzt wurde. Es gab aber auch den umgekehrten Fall in Berlin, dass ein als Clown verkleideter Junge von seinem Kumpel mit dem Messer attackiert wurde, mhm. als dieser als Clown verkleidete ihn erschrecken wollte. Also es ist die Frage, ob dieses diese diese Streiche die ja da auch oft eine Rolle spielen und es waren eben in diesen Fällen Leute, die andere erschrecken wollten. Ob das dann ähm, nicht sogar für denjenigen, der diesen Streich spielen will, nach hinten losgehen kann? Also man kann natürlich nur, also das versteht sich eigentlich so von selbst, dass man es nicht sagen will, aber man kann natürlich noch mal ganz deutlich machen, dass das eine ziemlich bescheuerte Idee ist, sowas tun zu wollen. Wenn wir zurück noch mal in die Vereinigten Staaten schauen über den großen Teil, da gab es dann sehr interessante Dinge in Schulen, die dann rund um Halloween gesagt haben, hier kommt keiner als Clown verkleidet äh, Halloween in die Schule. Äh, es gab eine Schülerin, die hatte ein Messer dabei, das man ihr dann äh, abgenommen hat und sie hat argumentiert, sie hätte dieses Messer dabei, damit sie sich vor einem potenziellen Angriff durch einen Clown wehren könne. Ähm, deswegen hat sie das Messer mitgenommen. Also es gab so beide Richtungen. Es gab dann allerdings auch Schulen, die gesagt haben, Leute, bleibt mal bitte alle ruhig, es gibt überhaupt gar keine Belege dafür, dass es Clowns gibt. Das war auch in den Vereinigten Staaten. Das heißt, das heißt, je nach. Bundesstaat nach Stadt, nach Region war das sehr, sehr unterschiedlich, das Vorgehen, aber du hast es schon gesagt, bis hin zu einer Clownjagd, wo man also angeblich Clowns gesehen hat oder einen Clown gesehen hat, der am Waldrand unterwegs gewesen ist, wo dann irgendwer beobachtet haben wollte, dass er versucht hat, ein Kind in den Wald zu ziehen. Und da sind die Leute dann wirklich ja, gesammelt, losgegangen, auf dieses mit Waldgebiet Fackeln zu, mit ja, quasi um, um diesen Clown zu finden. Wir haben genau in dem Fall, den du gerade geschildert hast, natürlich schon so leichte Anklänge an die 80er Jahre Welle, mhm. wo der Clown zumindest das Kind versucht hat, irgendwie in den Wald zu locken, wenn auch nicht in den Lieferwagen. Ansonsten sind diese Sichtungen, ist diese, diese Clown-Hysterie von 2016 ein ganz bisschen anders gelagert. Was man aber auch hat, neben eben diesen paar Fällen, wo wirklich Leute andere erschrecken wollten und was dann auch teilweise böse endete ganz viele Sichtungen, aus denen nie irgendwas rausgekommen ist, die sich überhaupt nicht belegen ließen, wo man eigentlich auch davon ausgehen kann, dass das ähm, Hoaxes gewesen sind. Falschmeldungen oder, oder wie auch immer, wo Leute irgendwas falsch verstanden haben oder irgendwas zu sehen glaubten oder wie auch immer. Man hat auf jeden Fall natürlich auch die unvermeidlichen WhatsApp-Nachrichten. Und mhm. eine, die dann auch in Deutschland, in den USA und in Deutschland herumgeistete, war eine Warnung vor einer Nacht wie bei The Purge. Also einer Nacht, wo alle sozialen Einschränkungen, alle Moral äh, außer Kraft gesetzt ist, in der alles erlaubt ist und nicht geahndet wird und angeblich hätten die Clowns vor eben äh, eine solche Nacht zu veranstalten. Und davor wurde eben gewarnt. Also wer solche Nachrichten kriegt, ähm, da ist es natürlich manchmal nicht ganz leicht, nicht verunsichert zu sein. Aber gerade die wunderbaren Leute von Mimikama haben da wirklich große Aufklärung äh, in Deutschland geleistet und in Österreich natürlich. Ähm, und haben das ziemlich gut auseinanderklamüsert und festgestellt natürlich, dass an dieser Warnung nichts dran ist. Dass manche sich aber allein schon daraus einen Spaß machen. Leute mit diesen Nachrichten zu verunsichern. Und was dann äh, im deutschsprachigen Raum auch noch wirklich erschwerend hinzukam, und da sind die dann, das kann man bei Mimikama richtig lesen, irgendwann einfach nur noch genervt gewesen, war die Seite 24aktuelles.com, auf der man selber ja irgendwelche komischen Meldungen erstellen kann mhm. das ganze ist zwar an mehreren Stellen dann immer als Scherz und bitte nimm's nicht ernst gekennzeichnet aber natürlich ist es so wenn da jemand reinschreibt die Clowns haben hier eine Revolution vor und wie bei The Purge und die ziehen dann irgendwie durch die Straßen und bringen Leute um äh, dann gibt es natürlich immer jemanden, der das dann auf WhatsApp teilt und irgendwie ernst nimmt und schon verselbstständigt sich das Ganze. Und wenn die Medien dann auch noch ins Spiel kommen und denken, oh, das ist aber spannend und eine Welle von Horrorclowns, die da irgendwie auf uns zurollt aus den USA, darüber müsste man aber mal berichten, dann wird es natürlich wahnsinnig gefährlich und äh, dann sind natürlich die Journalistinnen und Journalisten auch dazu aufgerufen, sehr sachlich sehr nüchtern und faktenorientiert zu berichten und dann nicht irgendwelche Clickbait zu generieren und die Angst nur noch größer zu machen. Wir haben so ein bisschen eine ähm, Parallele oder die man beobachten kann, so möchte ich es vielleicht mal sagen, zu der Blue Whale Challenge. Das war dann 2018, auch da wird sich der ein oder andere eventuell noch dran erinnern. Äh, Folge 218, da haben wir dieses Thema mal behandelt, wo es dann darum ging, dass quasi so eine Internet- Meme-Herausforderungen auch gerne über Telegram geteilt über, oder andere soziale Netzwerke per WhatsApp im Zweifelsfall auch ähm, dazu führen sollte, dass Jugendliche in den Selbstmord getrieben werden sollen. Und auch da war es so, dass es im Grunde genommen gar keinen belegbaren Fall im Grunde genommen gegeben hat. Je mehr man recherchiert hat, desto unklarer war es. Hat es überhaupt jemanden, jemals einen Fall gegeben? Gibt es überhaupt diesen merkwürdigen Game Master, der da beschrieben wird? Also eine ganz ähnliche Geschichte. Und man hört auch immer wieder Stories, genau diese, diese, diese Bully-Geschichten wo dann Menschen abends äh, an, an Bushaltestellen heranfahren, junge Frauen mitnehmen wollen oder Kinder mitnehmen wollen, weil der Bus nicht käme, all diese Geschichten. Und da muss man immer sagen, äh, wie du es gerade schon gesagt hast, schön vorsichtig sein und gucken, ist es eher so der, der, der ähm, Gier nach den Klicks, mhm. damit das... Also ich habe eine Geschichte in die Welt gesetzt und guck mal, morgen ist sie in der Zeitung. Mhm. Das kann ein Motivator sein, solche falschen Geschichten in, in, in den Raum zu stellen. Die Aufwertung des Erzählers. Genau, auch wenn der dann nicht natürlich namentlich genannt wird, aber er selber kann es ja nachverfolgen, wie gut seine Geschichte sich weiterentwickelt. Und wir erleben das tatsächlich dann auch, dass im Grunde genommen bei all diesen äh, Clownsichtungen, wenn man sie sich dann so wirklich weltweit anschaut, man irgendwann feststellen muss, vielleicht hat es gar nicht so viele Clownsichtungen gegeben, wie berichtet werden und vielleicht ist es so eine Art ja Medienhysterie und gar keine Clownshistorie mhm. die wir da erlebt haben. Äh, interessant, dass wir jetzt äh, immer von Sichtungen gesprochen ja. haben mhm. und ich möchte in dem Zusammenhang vielleicht nachher noch mal auf zwei, drei Phänomene eingehen, die zeigen, dass das schon immer Teil unserer Popkultur gewesen ist oder schon immer klingt bescheuert, aber schon sehr, sehr lange Teil unserer Popkultur ist so etwas. Und wo du gerade bei Sichtungen gewesen bist, kann man eigentlich direkt äh, übergehen zu Fotos von Clowns äh, der besonderen Art, die auch in dieser Clownwelle 2016 eine Rolle gespielt haben, von sogenannten Trail-Cameras. Das sind äh, Kameras, die irgendwo im Wald aufgestellt werden von Jägerinnen, die ja, mal gucken wollen, irgendwie wild beobachten oder wie auch immer. Die äh, speichern äh, die Aufnahmen, weiß ich nicht, auf dem Memory, Mem Memory Card oder wie auch immer. Und ähm, es gibt ein ganzes Genre und ich habe mir mal, nein, ich will nicht sagen den Spaß gemacht, aber ich habe mir mal ein paar angeguckt. Es gibt ein ganzes Genre von unheimlichen Trail Camera Fotos. Und äh, das war schon für mich, die ich recht empfindlich bin, was Horror angeht, hart an der Grenze mir diese Fotos anzugucken. Also bei ein paar habe auch ich zart beseitete Personen gesagt, irgendwie okay, die sind irgendwie manipuliert, das ist eh schon klar. Und bei ein paar habe ich wirklich ziemlich geschluckt. Und ähm, eben unter diesen äh, Fotos gibt es auch welche von einem Clown. Die zeichnen sich ein bisschen dadurch aus, dass die äh, relativ bunt sind. Die meisten sind dann natürlich irgendwie so Nachtsichtfotos, wo eh alles schon mal so ein bisschen gruseliger ausschaut. Und äh, man sieht halt so, so einen bunt gekleideten ähm, ja, Clown in so einem äh, voluminösen grün-gelben Kostüm mit so einer regenbogenfarbenen Perücke und natürlich äh, weißes Gesicht, schwarze Augen, rote Nase der so ein bisschen schräg vor der Kamera steht und dann ein zweites aus dieser, man kann sagen, Serie, wo er halt relativ nah an der Kamera ist. Und das ist schon ein wirklich gruseliges Foto. Snopes hat leider nicht herausfinden können, was der Ursprung dieses, dieser Fotos ist. Hat es aber natürlich versucht und ist dann auch auf jemanden gestoßen, der diese Fotos zumindest in den sozialen Netzwerken weiterverteilt hat. Hat sich herausgestellt, die Person war zu dem Zeitpunkt, als sie das geteilt hat, irgendwie zehn Jahre alt und äh, wusste aber auch nicht, sie meinte, ja, vielleicht aus dem Internet oder so. Und da irgendwie verliert sich dann die, die Spur. Man konnte aber auf jeden Fall feststellen, dass dieses Foto schon von 2010 stammte oder eben, also 2010 oder älter sein muss. Und nicht von 2016 ist und somit Teil dieser Horror-Clown-Welle von 2016. Ist aber ganz spannend, dass die Clowns sich sogar in diesem Feld der Trail-Camera-Fotos, die gruselig sind, wiederfinden. Und es gibt den Ausdruck in diesem Zusammenhang, der von einem Kryptozoologen sogar mhm. stammt, mhm. der Phantom-Clowns, also der Phantom-Clowns. Und damit werden die fast zu einem Kryptid, diese, diese Horrorclowns. Also wir sprechen von Sichtungen, das ist ein Begriff, der sonst vielleicht für den Yeti oder für Ufos vorbehalten ist. Und ähm, dann hat man eben auch diese, diese gruseligen Clown-im-Wald-Fotos. Und äh, dann kriegt das Ganze nochmal so eine ganz andere Konnotation. Fand ich in dem Zusammenhang auch sehr, sehr spannend. Das ist sozusagen das eine Phänomen, was man eigentlich noch äh, in dieses Horror-Clown-Konglomerat mit aufnehmen kann. Vielleicht sagen wir es noch einmal für all diejenigen, die jetzt gerade spontan neu dazu stoßen, mhm. was dann ein Kryptid ist. Also all diejenigen, die jetzt seit <laughs> über zwölf Jahren Huxilla hören, werden das sicherlich <laughs> einordnen können. Aber vielleicht haben wir ja auch ein paar neue HörerInnen. Dabei, den die jetzt einfach, was ist denn ein Kryptid? Ja, also streng genommen müsste man sagen, das ist ein verborgenes Tier oder Lebewesen. Die Kryptozoologie bezeichnet sich selber als Wissenschaft. Man könnte aber jetzt auch böswillig sagen, es ist eine Pseudowissenschaft, beschäftigt sich mit Lebewesen, mit Tieren, die entweder existieren, obwohl sie eigentlich ausgestorben sein sollen, oder die Vorbilder für Sagen und äh, Mythologien oder my mythologische Wesen bilden können. Und eben solche Dinge wie den Yeti, also der Yeti zum Beispiel, der Bigfoot, das wären Kryptiden. Damit haben wir eigentlich einen ganz schönen Bogen geschlagen von angeblichen Sichtungen, die, und da sind wir genau bei dem Punkt, angebliche Sichtungen, das ist halt genau wie Nessie den man angeblich gesehen hat. Ähm, sicherlich wird es den einen oder anderen Scherzkeks gegeben haben, der sich dann mal als Clown auch verkleidet hat, gerade mit Hinblick auf, auf Halloween. Aber die, die Auswirkungen, die diese Hysterie dann ja auch hatte, also bis hin zu, dass äh, die Fastfood-Kette McDonalds gesagt hat, oh, Ronald McDonald, lassen wir jetzt mal ein bisschen mehr aus der Öffentlichkeit raus. Äh, die haben ja auch dieses Maskottchen eines Clowns. Stephen King, der gesagt hat, Leute, kommt mal runter mit euren ganzen clowns der natürlich dann auch angesprochen worden ist, weil viele auch ihn, ähnlich wie ich am Anfang der Sendung, ihn identifiziert haben als denjenigen, der das Böse mit mhm. S, also den bösen Clown ins ins in, in unsere Welt gebracht hat, was ja eben nicht Überhaupt stimmt. Überhaupt gar nicht. Mhm. Auch das haben wir ja aufgedröselt. Ähm, und unterm Strich, wenn man es ganz, ganz nüchtern betrachtet, gibt es vielleicht eine Handvoll, vielleicht zwei Hände voll Clown-Sichtungen, die sich wirklich belegen lassen, mit den beschriebenen auch Verletzungen und Übergriffen, die wir natürlich auch beschrieben haben. Aber Mimikama berichtet irgendwann, dass es zu einem gewissen Zeitpunkt über 400 mhm. angebliche Sichtungen gegeben haben soll in dieser hysterischen Zeit. Und da muss man natürlich sagen, na klar, stimmt das nicht. Das würde ja bedeuten, dass also ständig irgendwelche Clowns aus dem Gehölzgebüsch oder hinter einer Mülltonne vorspringen. So war es nicht. Aber was wir hier natürlich erleben, ist, dass das Narrativ des bösen Clowns, den wir sowieso schon nicht einordnen können, und der uns schon da, wo wir ihn erwarten, nämlich im, im Zirkus oder sonst wo, wo wir ihm schon sozusagen unentschlossen gegenüberstehen, dass das verhaftet. Und das hat vielleicht am Ende sagen wir das auch nochmal der Fernsehhalber auch eine Konsequenz gehabt auf diejenigen, die das seriös machen, also die 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 Clowns, die sagen, wir sind im Grunde genommen ein Künstler, die Menschen unterhalten wollen, die wirklich sehr viel Wert darauf legen, die sagen, wenn es das schon ist, das sind keine von uns, das sind keine echten Clowns, sondern das sind Menschen, die sich als Clowns verkleiden. Ja, bevor wir jetzt sozusagen zum positiven Ende dieser gruseligen Sendung kommen, wollte ich noch auf zwei weitere äh, Geschichten hinweisen, die finde ich auch zeigen, dass das Ganze eben schon mhm. relativ lange, äh, ja, man kann wirklich sagen, rumspukt in unserer Popkultur. Nämlich, äh, ich weiß nicht, wer von euch da draußen die äh, moderne Sage von der Clownstatue kennt. Also wo eine Babysitterin ähm, Kinder hütet, die Eltern der Kinder sind irgendwie unterwegs und ähm, die junge Frau fragt die Eltern dann per Telefon, ob sie irgendwie Fernsehen darf und äh, ruft dann später nochmal an und fragt, ob sie eine Decke über die gruselige Clownstatue im Wohnzimmer werfen dürfte, weil sie fühlt sich irgendwie äh, unwohl, weil die im Zimmer steht und sie so komisch anzustarren scheint. Und die Eltern sagen dann am Telefon natürlich nur, verlasst sofort mit den Kindern das Haus, wir rufen die Polizei, wir haben keine Clownstatue. Mhm. Äh, das ist ein absoluter Klassiker unter den modernen Sagen. Und ähm, ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, wie weit die sich zurückverfolgen lässt. Auf jeden Fall ist die schon äh, ein tacken alt. Und dann gibt es noch gerade in den USA die äh, moderne Sage von Sprinkles, dem Killer Clown und Sprinkles ist Teil einer Clown-Truppe, die einem fürchterlichen Unfall zum Opfer fällt und irgendwo in den Bergen verunglückt und wochenlang werden diese Clowns nicht gefunden und dann werden doch ein paar gefunden, aber Sprinkles bleibt verschwunden und es stellt sich raus, dass die Clowns nur deswegen überlebt haben, weil Sprinkles äh, dafür gesorgt hat, dass die einen äh, verstorbenen Kollegen aufessen. Das heißt also, wir haben das Kannibalismus-Motiv da auch noch. Sprinkles bleibt verschwunden, aber man munkelt, dass er immer wieder auftaucht und wohl doch damals nicht umgekommen ist. Also auch das eine wahnsinnig gruselige moderne Sage, die zeigt einfach, wie wir mit Clowns umgehen oder mit dem, was wir für Clowns halten. Denn wie du gerade eben so wunderbar beschrieben hast, das sind ja nicht die echten Clowns. Ja. Es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, die wirklich Freude und äh, gute Laune spenden, indem sie ausgebildet sind, Künstlerinnen sind und als Clowns auftreten. Genau, und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann haben wir ja auch noch ähm, äh, im, in Krankenhäusern mhm. die, die rotnasigen Clowns, die äh, ja zum Teil auf den Stationen dann äh, Spaß und ein bisschen Leben in die Kinder... Zimmer bringen, leben jetzt also ihr wisst was ich meine also einfach Unterhaltung und ein bisschen Ablenken und ein bisschen ja was was anderes eben wenn kranke Kinder die im Krankenhaus sein müssen dass sie mal was anderes erleben das ist natürlich eine sehr sehr schöne Aufgabe und da ist es in der Regel auch nicht so dass die Kinder da Angst haben sondern die Kinder sind da schon auch begeistert davon weil es eben in diesem Krankenhausalltag, da mal eine Abwechslung ist, und die finden das dann schon super. Ich würde gerne genau in diesem Zusammenhang auf die Seite rotenasen.de verweisen, und dort steht Rote Nasen-Clowns bringen Lachen, Lebensfreude und stärken das Selbstbewusstsein von kranken und leidenden Kindern und ihren Familien. Unsere Clowns sind keine Ärzte, sondern ausgebildete Künstlerinnen und Künstler. Sie improvisieren statt zu operieren. Ihre Medizin ist der Humor. Jede Spende bringt Hoffnung und neuen Lebensmut. Vielen Dank dafür. Und ähm, das ist wirklich äh, eine wunderbare Aktion, die man auch äh, unterstützen sollte. Ja, damit können wir sagen, Horror-Clowns. Das Fragezeichen etwas größer lesen äh, an diesem Thema, äh, aber wiederum doch sehr interessant, wenn man dann so wirklich nachverfolgt und mal ein bisschen zurückgeht in die Geschichte. Wo kommt es denn her? Und die ein oder andere gruselige Ecke und auch die ein oder andere wirklich schockierende Ecke, ähm, wie mit dem Serienmörder, gibt es dann ja schon. Ähm, aber ich glaube, wir können in Warnung geben, wir müssen keine Angst davor haben. Dass uns auf der Straße Clowns Und angreifen. Sollte jemand irgendwie Lust haben, andere Leute zu erschrecken, ich kann irgendwie nachvollziehen, wo da vielleicht der Reiz liegen könnte, aber es kann so schnell nach hinten losgehen. Es ist so schnell ähm, eine Situation da, die eskalieren kann. Und ich glaube, es gibt einfach tollere Dinge, die man mit seinem Leben anstellen kann, als sowas. Finde ich auch. Ich mag erschrecken sowieso nicht. Ich. Äh, werde auch ungern erschreckt. Aber gut, das liegt natürlich an mir und der Tatsache, dass ich ein Hasenfuß bin. Ja, damit haben wir, glaube ich, die Horror-Clowns einmal schön aufgerollt. Hoffen, dass wir euch da den einen oder anderen neuen Input gegeben haben. Wir natürlich wieder alles mit äh, Quellen verlinken auf unserer Homepage. Äh, könnt ihr das lesen? Und äh, jetzt müssen wir allerdings <laughs> nochmal aufklären, ob ich in dieses furchtbare Motel fahren muss oder nicht. Äh, drückt mir die Daumen, dass die Geschichte bitte nicht stimmt. Die Auflösung. Ja, ich bin dann schon mal auf die Seite gegangen und habe mal geguckt, in welchem Zimmer wir dann in dem Clown-Motel mhm. übernachten würden. Denn das gibt's wirklich. Ich möchte da ich aber nicht hinfahren. <laughs> Um ganz ehrlich zu sein, nicht. ich habe mir das vielleicht dann auch nochmal anders überlegt und möchte da doch nicht hinfahren, aber wir könnten, wenn wir es denn wagen würden. Also, das Uha. Clown Motel in Nevada ist echt und da ist sogar ein Friedhof. Und wenn man sich die Seite anschaut ähm, und die Zimmer, die man da so buchen kann, dann sieht man, dass die auch Themenräume haben. Also nicht nur ist alles Thema Clown, äh. sondern es gibt auch zum Beispiel den S-Themenraum, den Exorzist-Themenraum, den Halloween-Themenraum und solche oh Gott, Sachen. Das ich gucke mir hier gerade die Fotos an, die du dir. <laughs> Gott, und das war so an die 100-Dollar-Kosten auch noch der Spaß. Furchtbar. Aber schön bunt. Ja, super. Mhm. Ja, also ich würde <laughs> da nicht hin. Aber, also wenn ihr jetzt sagt, äh, Clowns, Horror, Nevada, mache ich. Dann uh, go for it und reserviert euch da mal ein Zimmer. Gruselig. Okay. <laughs> ähm, ja, damit sind wir am Ende der 307. Episode von Hoxilla. Und im Grunde genommen, wir hoffen, dass wir das auch durchziehen. Und eigentlich wollen wir das auch, soll es diesen Monat noch zwei weitere Folgen geben. Ähm, wir schauen mal, wie das ist, weil schon wieder private Familienfeierlichkeiten, also ein Zeug natürlich wieder dazwischen kommt, wie es dann so ist im Leben. Ähm, aber äh, was wir euch auch noch schuldig sind, ist natürlich so eine Einordnung des Projektes äh, Selbstständigkeit Huxilla zum 01.01.2023 01. und da kann ich vielleicht ganz kurz so als Zwischenstand mal sagen, dass wir ja ursprünglich ähm, Richtung August war das ja Ende Juli, Anfang August gesagt haben, wenn wir es schaffen würden, dass 6% unserer HörerInnen uns unterstützen, dann würde das gut gelingen äh, mit der Selbstständigkeit. Wir haben es jetzt November. Das heißt, ich kann jetzt auf den abgeschlossenen Monat Oktober schauen und kann sagen, dass wir im Oktober ähm, ungefähr fünf Prozent unserer Hörerinnen hatten, die uns unterstützt haben. Ähm, ich bin noch natürlich ein bisschen konservativ, weil wir natürlich jetzt auch gerade in einer Zeit sind, äh, wo wir merken, wie alles gerade teurer wird. Das betrifft euch, das betrifft uns, das ist völlig klar. Ich bin kurz davor zu sagen, komm, wenn es 5% sind, dann machen wir es auch bei 5%. Ähm, auf der anderen Seite könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es die ein oder anderen, den einen oder anderen, wie auch immer, gibt, der sagt, naja, der, die das sagt, ähm, noch kriegt er ja sein Gehalt. Also ich halte mich jetzt nochmal zurück und dann im Januar lasse ich sie erstmal kommen, die Hooksellers, dann sollen die mal machen und dann überlege ich mir das mit Unterstützung. Also vielleicht einfach noch so diejenigen, die so ein bisschen am Überlegen sind oder die sagen, bin ich noch nicht dazu gekommen. Es hilft uns total, wenn ihr einen kleinen Dauerauftrag einrichten würdet. Oder bei PayPal könnt ihr das jetzt auch machen. Das haben wir jetzt auch eingerichtet, dass man es das bei PayPal machen kann. Oder eben Patreon werden, wie auch immer. Wir haben jetzt sogar ein, zwei. Menschen, die uns mit 50 Cent im Monat unterstützen. Und das müssen halt einfach nur genug sein. Das ist ja genau der Trick. Es soll ja nicht einen großen Mäzen oder eine große Mäzenin geben, die uns ein paar tausend Euro im Monat gibt, sondern ganz viele kleine Spenden wären total hilfreich. Und insofern hoffe ich, dass wir jetzt so langsam Richtung Ende des Jahres auf die sechs Prozent kommen könnten. Dann wären wir, glaube ich, in einer relativ guten Zone dass das funktionieren kann und generell will ich noch einmal erwähnen, weil es mir dann jetzt aufgefallen ist, wir haben eine Person gehabt, die uns 50 Cent bei PayPal spenden wollte oder ein zwei Personen, die das machen wollten. Bei PayPal ist das Problem, dass die Gebühren nehmen. Das heißt, bei einer 50 Cent Dauerauftragsspende gehen 36 Cent an PayPal und 14 Cent landen dann bei uns. Kann man natürlich machen, wenn man sagt, PayPal ist auch ein super Bezahlservice, den möchte ich prima unterstützen, dann ist das so, einfach nur zur Einordnung. Wenn eure Bank keine Gebühren für eine normale Inlandsüberweisung nimmt, kommen natürlich von den 50 Cent mit einem Dauerauftrag 50 Cent bei uns an. Das einfach nur nochmal so zur Einschätzung. Ich selber bin auch jemand, der sagt, ah, lieber PayPal und dann bin ich auch versichert und dann ist das irgendwie alles ein bisschen sicherer und das können die ja auch sehr, sehr gut. Aber wenn es geht ist halt ein kleiner dauerauftrag auf unser geschäftskonto das was am allermeisten hilft aber. Um das jetzt mal abzuschließen, dieses Rumgebettel hier, was wir hier schon wieder machen oder was ich hier machen muss. Äh, äh, wir, wir haben ein sehr, sehr gutes Gefühl. Wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass wir eine, eine deutlich steigende Tendenz äh, sehen können. Wir wissen auch sehr wohl, dass es in den letzten Monaten einige Großspenden gegeben hat. Das hat uns zum Teil ziemlich von den Füßen geholt. Da gab es dann tatsächlich Menschen, die äh, äh, doch deutlich große Beträge uns haben zukommen lassen. Das macht uns immer ein bisschen sprachlos. Aber es ist eigentlich nicht das, was wir, was wir, was wir anstreben. Also, also klar ist das super, aber eben viele kleine, die per Umlage das dann für alle finanzieren, das ist natürlich das, was wir machen wollen. Und insofern ist eine 50 Cent Spende super und es ist eine X 100 Euro Spende super. Und alles, was dazwischen ist, hilft ungemein. Und ich, wie gesagt, wir hoffen mal, dass wir im Dezember da was ankündigen können und es gibt so viele Ideen und Pläne und Dinge, die wir umsetzen wollen. Auch im Sinne von Studiooptimierung, dass der Klang noch einen kleinen Tuck besser wird, noch ein bisschen trockener das Studio machen, akustisch und viele, viele andere Dinge, die uns so vorschweben und wir hoffen, dass wir das hinbekommen mit euch und können es nur bei all denjenigen bedanken, die das schon tun. Ja, ein, und diesen dank an euch da draußen und es, man kann schon fast jetzt inzwischen sagen es war schon wieder ein ganz tolles jahr mit euch ja ein jahr unglaublich des wundervollen austausches ähm, eure wundervolle unterstützung hat es uns möglich gemacht mit großer freude hier an dem projekt weiterzuarbeiten und ja wir blicken doch sehr sehr zuversichtlich in die zukunft. im grunde genommen schon genau damit äh, schließen wir für heute ähm, und haben aber die nächsten Themen schon fest im Blick und da kommt noch so einiges, ja, was wir geplant haben für dieses Jahr, was sicherlich interessant ist. Und für all diejenigen, die äh, ja irgendwie gefunden haben, dass das alles wieder viel zu politisch geworden ist, was wir machen. Jetzt waren die letzten Folgen mal wieder mehr so Huxilla-esque vielleicht. Und genauso werden wir das immer handhaben, dass wir so durch die Themen hindurch miandern und sonst immer Dinge rausgreifen, die wir spannend finden und die Liste wächst und wächst und wächst. Und wir haben da überhaupt gar keine mhm. Angst davor, dass wir das noch viele Jahre weitermachen. Ich glaube, die nächsten Folgen werden auch wieder ganz klassisch. <laughs> ja, aber auf unterschiedliche Art ja, und Weise ja. klassisch. Mhm. Genau. <laughs> Macht es gut da draußen, passt auf euch auf und natürlich bleibt gesund. Immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxella unterstützen geht dabei ganz einfach, zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf huxella.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@troxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.